Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS15. Ja, wir sind immer noch am Dreschen, weil das Wetter ist gut und der letzte Schlag muss von heim. Ich kann nur froh sein, dass ich Janni, unseren Lohnunternehmer, hier aus dem Ort gekriegt habe. Der ist sowas von fix, der ist schon auf dem zweiten Schlag. Ja, Inge war mal eben ganz kurz auf dem Pott hier, die hat gerade die Hänger abgeladen und die muss jetzt zusehen, dass sie ganz fix wieder auf den Acker kommt. Weil höchstwahrscheinlich wird Janni wohl schon wieder voll sein. So, dann mein Gau, ne? So, der Rest, der geht denn hier nachher weiter. Aber erstmal das Korn vom Heim, das ist trocken. Hat Mutt. Ja, und ich komme hier wohl erstmal, weiß ich auch noch nicht, weg. Keine Ahnung. Gerd hatte schon angerufen, hat angefangen zu dreschen im Freidorf. Ich sag mal gut, immer ran da, Otto. Sag wir hier auch. Ich sag aber, das Malheur mit dem Drescher, sag ich, da muss ich erstmal eben beibleiben. Das muss ich noch abklären da mit Ernst August und... Tja. Aber kriegen wir schon hin. Geht nicht, gibt's nicht. Ne? Das war schon immer mein Motto. Irgendwie geht alles. Und jetzt ist erstmal angesagt, das Korn vom Halm, den Weizen vom Acker, ne? Da seht ihr hier, da müssen wir noch unbedingt, ja, Gülle rauf und all so ein Kram, aber muss ich auch mal sehen, ob ich mir dann nur noch mit einem großen Fass hole, dann fahre ich zu oder was. Da ist er, siehst du, blinkt schon? Jo, der ist schon gleich wieder voll, sag ich doch. Ja, da steht er. Das ist Janni. Ja, kann sich auch verlassen. Ach, ja. Ist er, da ist er. Moin Janni, wie geht? Gut, ich habe dir mal ein bisschen Kaffee mitgebracht. Ein bisschen Koken, kannst du auch noch wenigstens eben beten. Bis der weiter geht ab. Der lässt sich nicht aufhalten, du. Ist aber ja auch ein Gerät, ne? Mein lieber Mann, du, guck dir ja mal an. Ja, man merkt, er hat Ahnung. Oh, ein paar Mal rum, dann haben wir den auch weg hier. Oh. Stunde, ist das wohl alles passiert hier. Ja, dann noch ordentlich pressen. Der Mod. Reifeisen, die hatten auch noch ein paar Ballen bestellt. Unsere gehen ja, zur Neige noch nicht, aber da brauchen wir noch. Weil danach haben wir erstmal keinen Strom mehr.
Mehr Heu machen da hinten noch. Siehst du, könnte ich eigentlich auch schon mal parallel dazu anfangen und schon zu mähen oder was, ne? Wenn dann wieder hell ist, eben durchschütten, schwatten und dann und pressen. Und da habe ich gar nichts mehr. Die ganze Ecke da hinten können wir dann eben abmähen, den Kram und Häufer machen. Da habe ich richtig Glück gehabt, dass Janni da Zeit hatte hier. Und mal eben schnell eben das Betenkram hier abmobbelt, ne? Jetzt hier so eine Hauptsaison, der hat ja auch von sonst keinen Tiet, ne? Das geht ja auch nach Bestellung, denn. Die mich da eben zwischengeschoben haben, du. Naja. Was ist denn Wasser holen für die Viecher? Muss ich auch noch eben. Dann mache ich da eben weiter. Inge steht da hinten. Janni weiß Bescheid. Die sieht das auch, wenn du blinkst oder hupst und stehen bleibst. Die Pumpe geben ab, denn. So viel ist ja auch nicht mehr, ne? Ja, dann schnapp ich mir mal eben schnell den Wasserwagen. Nehmen wir eben den Deutz, ne? Flügen können wir nachher dann noch. Hauptsache erstmal das Korn von Auto. So, pass da ran. Knapp, wa? Oh Gott. Zack. Dann noch was in? Nee. Oh, scheiße, nur noch ein Teig. Ich habe hier noch nichts gefunden, wo ich anders Wasser kriegen kann. Egal, dann fahren wir erstmal zum Teich, das ist alles sauber da hinten. Für die Schwien, dann muss ich auch noch kicken, ob ich noch Futterbruck. Nur der Hühner aus Hennung klüngen, sögen muss ich auch noch. Ich hab Auftrag gekriegt, Oma Frieda will Kuchen machen. Und morgen gibt er Pannkuchen zum Mittag. Da guckt sie klüngen für. Yep. Wir klemmen uns das Mähwerk an und dann geht er ab hier mit dem hier. Der läuft gut, der Deutz hier.
Hat ja noch so ein 94-30 im Auge, ne? Aber ganz schön düer, die Bengel, du. Und weiß ich nicht, ob ich den hier wirklich brauche, von der Größe hier für einen Acker, ne? Das muss ich auch alles ein bisschen rechnen lassen. Weil der rennt eigentlich ganz gut hier. Soll noch schön Glas dazu oder irgendwas. So, könnte ich mir auch vorstellen. So ein Fendt, die 9er Serie. Da hätte ich noch genug von, der Lob. Ne, war das schon? So. Wunderbar. Handbremse anziehen. Nicht, dass wir da noch am Bach. Oh, wer ist da? Hab ich noch gar nicht sehen irgendwie, oder? Der kenne ich den jetzt nicht. Nur neu zugezogen oder was? Will ich nicht. Irgendein Angler. Na ja. So, siehst du. Dann trägt er mal wohl auch gut. Ja, das End haben wir hier schon fertig eingesät, ne? Das Raps und so ein Kram drin und Gerste und all sowas. Da muss ich nochmal gucken wegen Düngen, ne? Da müssen wir mit dem Kunstdünger auch ab der Boom. Aber das machen wir danach. Hauptsache Janni kriegt erstmal den Kram ab, da. Aber da habe ich keine Bedenken, das schafft er. Ist er jetzt schon fast mit durch, da. So, krieg an, oh, der ist schon wieder fast voll, du. Nur über Inge, pennt die oder was? Muss ich erstmal hin jetzt, dass er bloß nicht Leerlauf kriegt hier. Der hat selber keine Zeit. Ja, die sagt, der muss danach noch weiter. Oh, mein Gott. Stopping. Ab. Inge, wo bist du? Wieder in den Büsche, oder was? Da, ne, seh tot, da doch, hinkommst du. Ja, ist gut. Nicht rumdrömeln hier. Du bist wieder oben und bin eher am Bett, ne? Nicht in der Diske, diese hier. Mit zur Hengon, das ist ja halt nicht so schlimm, aber hier abpassen. So, Janni, hast du eine Blinker alle an, du Achtern. Sitzt das nicht? Doch, doch, ist cool. Da siehst du. Mensch, Mensch, mein Auto. Weit weg. Ja, kann sie ja nicht, wenn Fahren abpumpen und so war. Auch nicht gerade einfach, muss alles im Auge haben, ne? Dass er da nicht vorbeikippt an einen Kragen. Ich meine, der Drescherfahrer auch, Janni, ne? Aber da haben die drauf. Jo.
Hat Happy Drop, du. Null hätte. Das sind 22 Dusen noch und dann fährt man weg. Dann könntest du ihm gleich wieder richtig acht pumpen, du. Naja. Jo, da geht dir ja noch richtig los, dann, ey. Alles wieder richtig einsehen und ein Kram. Aber wie gesagt, da bist du ja. Vor allem, ich flüchte doch mal alles, ne? Vernünftig. Und diese Rumgrubberei, die kommt hin, der kann man mal machen, umbrechen oder was, ne? Ich will das auch mal ausprobieren, aber so ein großer Freund bin ich da nicht von. Beten am Rumzocken hier wieder auch noch nicht. Aber fleißiges Mädel ist sie. War gestern Abend bisschen in der Disse, da ist er ein bisschen müde heute, ne? Hab wie auch eins Muck, ne? Als wir jung wären. Den nächsten Tag, du, oh Gott, meine Wachs hat, du, mein lieber Mann, du, den dicken Kopf, denn du, oh, und den, und der Meister, denn, ai, 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 das gibt schon mal ein dünner Wetter, du, aber wer so, hab ich einen Muck, ne, tja, siehst du, das geht ratzfatz, du, ja, nie hat das drauf. Ja, muss, vielleicht frage ich Andi auch nochmal, aber mit seinem Fendt und dem großen Güllefass. Mit Schleppschlauch hinten dran. Und dann die anderen Äcker da, was ich an Gülle habe, dann rauf damit. Das geht schneller. Wird viel breitere Ausleger und allen Kram als das Foxfass, ne? Das kann ich für zwischendurch, wenn ich Zeit habe. Aber ich muss auch zusehen, dass ich langsam nach Freidorf komme. Aber da sabbel ich ja schon lange von. Kommt so einfach nicht. Claudia mal anrufen, dass ich mir mal ein Bild schickt, damit ich überhaupt mal weiß, wie sie aussieht, du. Aber gut, dass wir da jetzt Uwe haben. Ne? Da ist auch Verlass drauf. Bloß das rütteln die beiden da ganz alleine, ne? Und das ist nicht das Dolle, das kann ich machen. Hier jetzt eben den Notstand noch weg und dann ab nach Freidorf. Dann müssen wir das da auch klären mit dem Lohner. Irgendwie, vielleicht kommt ja New York dahin. In Freidorf, aber es, ja, ein paar Kilometer sind dann, ne? Eine ganze Ecke. Und mal sehen. Das hat schon wieder das Ding fast weg da hinten. Und meine Fresse, ey, ist der Fixe. Ja, den kann ich nur weiterempfehlen, du. Ja, das drauf, du. Guck dir das an. Zack, zack. Na ja, komm. Eben, dann wurde nach den Viecher hin und dann... Und dann happy dat. Kriegen Wutter hin und was zufrieden, ne? Also, was wuckt die?
Können wir hinten rumfahren hier. Das Schwienmäß mal auch noch. Wo bügt man rum? Gar nichts drin, ich habe gar keine Zugränder. Jedenfalls noch nicht. Ah, siehst du, da kommen wir alle schon gut aus der Erde da hinten, du. Wunderbar. Schon Wintergerste drin, glaube ich, da hinten, ja. Silo holen muss ich auch noch für die Mischanlage da. Haben wir unbedingt, jo. Oh, rückwärts drin, wa? Glöbig. Bitte doch nicht mehr. Ja, da wurde er, ne? Hä? Ne. Das muss ich gleich mal eben umschalten. Ne, da hinten ist Wasser. Ha, 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 ha. Ich glaube, das ist der Wassertrog hier. Das ist sogar noch ein bisschen hin, ne? Hey, Junge, halt dich da ran, da. Hier nicht so rum. So, zack, ran an. Ne Dings, was auch für ein R. Wo waren die trocken oder wann? Uiuiuiuiui. Das ist aber nicht gut. Ja, Lode im Abfüllen. Ich muss noch mal eben schnell eine Jan kicken. Wer bist du denn? Du. Was ein Haftglitsch, du. Ja. Entschuldigung. So, liebe Leute, die Zeit ist wieder um. Ja, die drisch hier noch ein bisschen weiter, bis da drunter ist. Inge fährt noch ein bisschen ab. Ja, ich mache noch ein bisschen um den Hof. Und dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, ich darf euch das nächste Mal wieder begrüßen bei einem Video. Bis dann, ciao, euer Butcher. Tschüss.